Wir haben jetzt ein sehr intensives und sehr freundschaftliches Gespräch geführt über eine ganze Reihe von Themen, von der Verkehrsinfrastruktur beginnend, über die Wissenschafts- und Bildungspolitik, schließlich auch noch umfassend über die Zuwanderungspolitik. Vorarlberg ist für Deutschland die Nummer eins, dass man das richtig einschätzen kann. Und natürlich sind die südlichen Länder Baden-Württemberg und Bayern hier von besonderer Bedeutung. Wir haben ein uralt Thema besprochen. Das ist die Elektrifizierung der Strecke Lindau-München. Und ich werde jetzt alles daran setzen, endlich diese Strecke auf den Stand der heutigen Zeit zu bringen. Das ist ein Thema nicht nur für die Bevölkerung, sondern vor allem der Wirtschaft auf beiden Seiten. Sie müssen wissen, dass wir von Vorarlberg aus natürlich sehr stark auch in die Bodenseeregion und natürlich bis München und Bayern schauen, weil uns völlig bewusst ist, dass wir hier in diesem Raum ganz wesentliche Handelspartner haben. Unsere Regionen, natürlich auch Bayern, da schauen wir schon sehr genau hin, zählen zu den Zugpferden Europas. Das sind die Wachstumskaiser Europas. Das heißt, wir versuchen auch herzuschauen und zu lernen, was man hier richtig macht im Bereich der Standortpolitik, der Wirtschaftspolitik, der Bildung, auch der Verkehrspolitik und in anderen Fragen natürlich auch, um das zu übernehmen, ganz schonungslos, was uns für Vorarlberg natürlich auch nützt. Bei der Flüchtlingsfrage kann ich meine Meinung noch mal wiederholen, dass wir das österreichische Vorgehen der letzten Wochen für richtig halten und hoffen, dass diese Dinge jetzt auf europäischer Ebene und auch im Gespräch mit der Türkei im März zu einem Erfolg geführt werden können. Wir haben auch noch kurz darüber geredet, wie es mit der Arge Alb weitergeht. Das ist ein Verbund, wo wir miteinander arbeiten, die Arge Alb-Länder. Bayern übernimmt den Vorsitz von Vorarlberg. Ende dieses Halbjahres werden wir das hoffnungsfroh an den Ministerpräsidenten übergeben, mit der Bitte, in Brüssel weiter nachdrücklich dafür einzutreten, dass wir für die Alpenländer auch Gehör finden. Es passiert höchst selten, dass wir einen Gast in Bayern haben, der in verschiedenen Punkten deutlich machen kann, dass er noch besser ist als der Freistaat Bayern. Das ist insofern gut, weil das wieder anspornt. Und Sie sagen es ja auch zu Recht. Also nochmal danke für das Gespräch, für das Kommen. Wir werden diese freundschaftlichen Beziehungen weiterführen und auch vertiefen.